So, und wir sind gestartet hier beim letzten B-Finale Stockbike. Ja, und da gab es jetzt auch schon hier in der ersten Kurve ins Infield rein einen kleinen Ausrutscher. Die ersten beiden sind da gut durchgekommen. Ja, die Nummer 2 hat jetzt hier etwas großzügig gemeint mit der Kurvengeschwindigkeit. Das Taylor ist jetzt ein bisschen zurückfallen. Aber da hinten ist ein bisschen schwierig, wenn man da ein bisschen zu schnell reinfährt in die Kurve, kommt man schon sehr, sehr schnell raus an den äußeren Rand und da liegt Dreck. Sobald der Reifen eben in den Warmzustand direkt aufsammelt, da ist es vorbei. Da mittlerweile die 1. Stefan recht komfortablen Vorsprung. Auf die Position 2 hat sich der Manfred eben aus Österreich vorgefahren. Das war jetzt aber sehr ambitioniert hier am Ende der Kurve. Tom Peter hat aber ein bisschen falsch eingeschätzt. Aber das hat sich jetzt momentan zumindest schon mal schön sortiert, das Feld. Also ziemlich weit im Front. Die Nummer 1 wäre jetzt über den Start-Ziel. Linie kommt, gefolgt von der Nummer 3, der jetzt über die Linie fährt. Manfred aus Österreich, gefolgt eben von dem Stelios aus Griechenland. Ja, hier gibt es natürlich noch 5 Pokale. Jeder möchte natürlich sehr, sehr gern bei seinem Event eben so einen Pokal nach Hause nehmen. So, ja, da. Stefan jetzt mit der 1 schon nach wie vor ein sehr komfortabler Vorsprung. Ja, da hat das Delos jetzt mit der 2 versucht, den Manfred zu überholen, ist zu weit innen auf die Wiese gekommen und hat dann leider verschenkt das Ganze. Das ist also schon sehr, sehr schwierig, sein Bike überhaupt hier kontrolliert über Strecke zu fahren. Also es sieht so einfach aus, aber es ist deutlich schwieriger mit dem Auto fahren. Aber wir hoffen natürlich auch, dass das Wetter durchhält, der Wind nimmt leicht zu.
Das ist oft kein gutes Zeichen, aber wir haben jetzt letztendlich noch 3 Läufe zu fahren. Plus natürlich das große Nitro-Finale, dann ganz zum Schluss, eine halbe Stunde lang. Den Jungs drücken wir jetzt ganz besonders die Daumen, dass es trocken bleibt. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn es während dem Lauf des Regens anfängt. Eieiei. Schauk, ich überhole dann gleich. Ja, da gab es jetzt ein Überholen mit Unstimmigkeit im Winkel. Really? Und jetzt unabsichtlich ein Willi. Schon ging es geradeaus dann hier die Kurve raus. Ja, aber die nach gut etwas mehr der Hälfte der Fahrzeit haben wir jetzt in der Reihenfolge keine Veränderung mehr gesehen. Also die 1 nach wie vor in Führung vor der 3, der 2 und der 4. So, die ersten 3 sind also alle noch in der gleichen Runde, also da kann schon noch was passieren. Ja. Da können wir wieder 2. Ja. Ah! Ich habe auch nichts eigentlich gelesen. Ich habe mal also deutlich gesehen. Das Tellerschnitt bei 2 hat er den Manfred am Hinterrad berührt. Und dann geht es für beide dann in die Botanik. Ja, ganz entspannt, vorneweg die Nummer 1. Der Stefan aus Deutschland hier seine Runden zieht. Rede nicht mehr. Ja, da geht es um 2 oder 3. Zwischen den beiden Kollegen hier sind jetzt gerade auf die Startziel. Rauffahren, der Senior schlägt sich also hier. Oh, ja. Hey. Fahrt weiter. Wird zu hart gebremst, Senior ist vorbei. Von lauter Freude, dass er vorbei war, ist er etwas zu lang auf dem Gas geblieben. Und das ganze Spiel beginnt von neu. Ich weiß jetzt noch, was geboten hier im Spiel. Die 3 und die 2, der 2 versucht, natürlich jetzt hier vorbeizugehen. Oh, und der Mann fährt hier. Nee, jetzt schau an. Und der Stelio spielt vorbei. Jetzt schauen wir mal, schaffen Sie die Kurve da hinten? Ja, wie gut. Wie gut. Jetzt muss man es halt nur noch retten. Jetzt schauen, sauber fahren, Jungs. Der Stelio setzt sich leicht ab vom Manfred. Ja, das schaut gut aus. Der Abstand nimmt gleich zu. Wir haben noch knapp 2 Minuten. Aber da kann natürlich viel passieren noch. Schauen wir mal, schafft es der Manfred da mit der 3 nochmal ranzufahren an den Stelio? Wenn er keinen Fehler macht, wenn er keinen Fehler macht, nicht. Er versucht, aber er kommt oft zu schnell in die Kurve rein, fährt das sehr weit die Linie. Das kostet natürlich Zeit, muss mehr Weg gefahren werden. Jelos ist momentan schneller unterwegs, hat aber jetzt 4 Fehler gemacht, hat den Körper zu weit innen erwischt und schon bringt es Unruhe ins Bike und der Manfred ist wieder näher dran. Die Technik hält. Na, schau, der ist toll. Aber
Position 2 und 3 könnte schon nochmal spannend werden. Der Manfred hat noch nicht aufgegeben hier. Ich kann spannend werden. Alles. Ja, da muss der Manfred jetzt nochmal alles auspacken hier. Also, der sperrt doch sichtbar schnellere Rundenzeiten. Wie der Manfred. Der Koch Stefan vor der 2 ist Stevio Stadt zu Zug, hat zu Pulus und der 3 Manfred Hollerstein.